So, willkommen zurück. Jetzt machen wir den Panzer aber fertig. Ich muss hier nur gerade so gewurschtel, Kabel. Was kannst du denn machen? Ach, versuchen wir es einfach. Echsen-Ex, weg damit. So, was kannst du machen? Nein, du greifst so an. Du kannst nochmal einen Panzer auf alle machen. Du machst nochmal Courage. Sofern Maxim jetzt nicht, Gott sei Dank, er blockt nicht mehr. Das gibt's. Oh, ich habe vergessen, Selan zu heilen. Gut. Jo, das knallt wieder. Oh nein, oh. Blöder Mistkäfer. Als ob dir das was nutzt. Die ist wieder da. Buh, wieder auferstanden. So. Ups. Motor erhalten. Yeah! Ich habe die Maschine so zerstückelt, dass der Motor noch ganz lieb. Das darf doch nicht wahr sein. Oh. Ja, ganz ehrlich mal. Was ist denn jetzt los? Er versucht, das ganze Schloss zu zerstören. Selan! Bob. Ich muss uns nach Portavia bieten. Das war knapp. Ob die beiden entkommen sind? Wer weiß. Das war aber ganz schön knapp, Bertie. In der Tat, selbst mir wurde ein bisschen mulmig. Aber Bertie, warum haben die uns denn geholfen? Wenn ich das nur wüsste, ich habe keine Ahnung. Die sind in Ordnung, oder? Scheint so. Eins ist jedenfalls sicher, sie sind nicht losgezogen, um etwas zu stehlen. Was machen wir nun? Wir haben weder die Krone, noch haben wir das Geld. Wie lange wird es wohl dauern, bis du mich endlich verstehst, Boris? Die Krone. Aber Bertie, das ist ja... Wie kann das sein? Als sie am Kämpfen waren, habe ich sie mir eingeholt. Es muss nur... einen richtigen Moment abwarten. Bertie, du bist großartig, ein Meister unter den Dieben. Hast du jemals daran gezweifelt? Auf jeden Fall wird heute Nacht gefeiert. Das hört sich gut an, verdammt gut. Jetzt haben wir nur noch ein Problem. Wie kommen wir hier rüber? Die Brücke ist zerstört. Mal sehen, die anderen müssen auch irgendwie hier hergekommen sein. Vielleicht gibt es einen Geheimgang. Sicher hast du wieder mal recht, Bertie. Los, lass uns gehen. Wir haben den Motor, lass uns jetzt Lexis aufsuchen. Lass uns jetzt Lexis aufsuchen. Lexis, wir haben den Motor. Gut, wir haben die Pläne fertig. Mabel, komm mal bitte her. Ja? Kannst du Xavier uns doch bringen? Klar, sofort. Wie lange wird es dauern, um Xavier umzubauen? Dank unserer großen Intelligenz wird es nicht allzu lange dauern. Hier ist es. An, auf an die Arbeit! Sie arbeiten echt hart, was? Ja, hoffentlich machen sie nichts kaputt. Fertig, wir sind mit der englischen Piste. Oh. Nun kann Xerion auch noch fliegen, ein echtes Raumschiff. Vielen Dank. Falls ihr was kaputt macht, kann ich es wieder reparieren.
Zeigt daraus, was ihr drauf habt und passt gut auf euch auf. Versprochen. Drückt den A-Knopf, wenn ihr fliegen wollt. Verstanden. Maxim, was ist das für ein Geräusch? Das Lufia-Schwert? Nein, doch nicht. Klingt aber sehr ähnlich. Die Todesinsel schwebt über Kervan. Warum ausgerechnet Kervan? Was bereitet ihr solche Sorgen? Kervan ist eine Stadt auf der Insel Dash. Man kommt dort nur sehr schwer hin. Kein Mensch weiß, ob das dort aussieht oder was für Menschen dort leben. Es gibt noch zwei weitere Inseln auf Dash. Die Inseln Isht und Ischel. Inschel. Auf jeder der drei Inseln befindet sich ein Turm. Die Türme sollen sehr gruselig sein. Warum hat die Todesinsel bei Kervan Halt gemacht? Dieses Geräusch scheint vom Turm auf der Insel Dash zu kommen. Vielleicht hat die Todesinsel was damit zu tun. Die Winde auf der Todesinsel verursacht einen Sturm. Du blendest einen Sturm um die Todesinsel? Ja, da sind unnatürliche Mächte am Werk. Das kann nur daraus sein. Er will uns unsicher aufhalten. Ich glaube nicht, dass Exerion stark genug sein wird. Wir müssen auf jeden Fall nach Kervan. Wir können nicht mehr herumsitzen und einfach abwarten. Dieses Geräusch beunruhigt mich etwas. Ich ahne Schlimmes. Du hast recht. Wir müssen aufbrechen. Oh. So. Ach ja, so. Und dann kann man nach oben. Und das ist viel schneller. Dead. Ja, da 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 da. Und dann sind wir in Kervan. Boah, diese Stadt, Gänsehaut-Feeling ist das. Schauen wir erstmal, was die so nettes Geld für Geld zu kaufen. Die stärksten Waffen der Welt. Ich trage zu viel. Na okay, Kapselmonster, Futter. Ach, du bist ja satt. Was nehmen wir denn dann? Nehmen wir dich, Futter. Reitpeitsche, Foga, Speer, Regenaxt, Hammerrute, noch eine Hammerrute. So, jetzt dürfte ich genug haben. Scheiß doch auf Magie, so. Gut, so viel dazu. Das braucht man nicht. Die kann ich mir nicht mehr leisten. Verkaufen wir einfach mal was. So, Rüstung. Nicht genug Gold und wieder verkaufen. So. So, da. Und wieder nicht genug Geld und wieder verkaufen. Ego-Schrauber. So, ausgerüstet. Gab's hier noch irgendwelche Zauber? So. Wie heißt du, junger Mann? Mein Name ist Maxim. Maxim. Lisa, Marie, Clara, kommt mal bitte her.
Was meint ihr? Fühlt ihr etwas? Ja, ich fühle eine starke Energie. Er scheint es zu sein. Er könnte die Siegel brechen. Ja, das denke ich auch. Wovon redet ihr überhaupt? Höre meine Worte, Maxim. Wir sind seit Generationen die Untertanen der Höhlenfürsten. Sie gaben uns Waffen, Schilde und Helme, die wir in den Türmen verwahren. Es gibt 3 Türme. Einen auf Dash, einen auf Isht und einen auf Inchel. Die Höllenfürsten versiegelten die Waffen in den Türmen. Nur der Auserwählte kann die Siegel brechen. Ich glaube, Taos und seine Höllenfürsten wollen sich die Waffen holen. Heißt das, die Waffen sind nicht mehr unter Verschluss? Nein, noch sind sie versiegelt. Taos ist doch ein Überwesen. Kann er die Siegel nicht brechen? Um die Siegel zu brechen, braucht man etwas Besonderes. Was denn? Diese Mädchen hier. Was? Diese Mädchen können Energiewellen auffangen und konzentrieren. Du meinst, die Energie? Ist der Schlüssel für die Siegel, genau. Das Geräusch. Maxim, dein Name ist Lisa. Mein Name ist Lisa. Bring mich auf die Spitze des Turms. Ich bin der erste Schlüssel, sagt der alte Mann. Ja, okay. Aber keine Angst, mir wird nichts geschehen. Ich besitze diese Gabe, um die Welt zu retten. Willst du gehen, Maxim? Ja, es ist an der Zeit. Zack, zack. So. Erstmal hier. So, sichern 1, sichern 2. Ja, wir haben seitdem schon eine Entwicklung durchgemacht, aber meiner Meinung nach ist das trotzdem noch eine mickrige Entwicklung. Wie gesagt, mit so einem niedrigen Level war ich hier noch nie. So, und dann wird dieser Part jetzt auch ein sehr kurzer. Ich mache jetzt für diesen Part erstmal Schluss. Nur kurz Spoiler-Alarm, es ist nicht mehr lange. Also ich denke mal, das Let's Play geht höchstens noch 15 Parts oder so um den Dreh rum. Hoffentlich. Es ist wirklich schon ein sehr langes Let's Play. So. Tschüss.